Jo. Ja, ich hatte ja schon mal ein Modell mit Neigetechnik gebaut. Und das habe ich mal ein bisschen weiter verfolgt. Dass sie nicht nur die Karosserie, sondern auch die Räder sich noch kippen. Wenn man jetzt hier so dreht, gehen die auch noch ein bisschen so, wie das im Original auch ist. Einfaches Modell eigentlich. Brushless Motor hier. Hier ist der Regler. Kettenantrieb. Und mal sehen, wie sich das denn probiert. Thank you.